dann freue ich mich sehr, dass wir uns heute Nachmittag auf dieser wunderbaren Didakta, die so gefüllt heute war und so viele Aktivitäten gezeigt hat hier, dass wir uns darüber unterhalten, was eigentlich die Aufgabe von Schule heute noch ist im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Wissen gibt es auf Knopfdruck, Texte schreibt ChatGPT. Das Schulsystem muss sich ändern. Das ist unsere Aussage, beziehungsweise die Aussage von Edwin Hübner, mit dem ich heute sprechen darf. Er sitzt zu meiner Linken. Er ist langjährig Lehrer von Mathe, Physik und Religion gewesen und hat sich praktisch mit Beginn des Internets mit Medienpädagogik beschäftigt und war auch lange der Lehrstelleninhaber am Lehrstuhl für Medienpädagogik an der Freien Hochschule in Stuttgart. Guten Tag, Edwin. Ich freue mich sehr. Ja, guten Tag. Zu meiner Rechten sitzt Jannis, er ist Waldorfschüler in Wiesbaden, er besucht dort die 12. Klasse und ist außerdem aktiv in der Waldorf SV. Mein Name ist Nele Auschra, ich bin Mitglied vom Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen und auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ja, dein Buch beginnt mit einer doch recht steilen These, denn Schule ist out, wurde schon in den 90ern ausgerufen, School's out, aber Schule wird immer wichtiger, sagst du. Was muss Schule denn heute den jungen Menschen ganz besonders vermitteln? Sie muss ihnen vor allen Dingen menschliche Fähigkeiten vermitteln. Also Sie kennen das alle, wenn man im Internet ist, also wenn ich reingehe, dann passiert mir es öfters, dass ich dann plötzlich eine Nachricht sehe, oh, das ist ja interessant. Dann gehe ich rein, lese das, lese weiter und an der Viertelstunde stelle ich fest, ups, du wolltest eigentlich ganz was anderes. Was wolltest du eigentlich? Das ist ein Beispiel dafür, wo man sagt, ja, da hat mir gefehlt die Aufmerksamkeit auf mich selber und die Disziplin, dass ich damit fertig werde. Also das ist ein Beispiel dafür, dass ich, um mit dem Internet wirklich sinnvoll umgehen zu können, brauche ich Selbstdisziplin. Ich muss genau wissen, was ich will, um damit nicht einfach sozusagen den Verführung, die es hat, den zu erliegen. Also das ist eine Sache. Die andere ist, da hat es so viele Informationen drin. Ich muss mit diesen Informationen doch gut umgehen können. Das heißt, ich brauche als Hintergrund eine möglichst umfassende Allgemeinbildung, dass das, was ich mir dort, was ich als Möglichkeiten habe, dass ich das einordnen kann, ob es stimmt oder nicht. Und dann brauche ich noch eins, ich brauche Interesse. Ich muss eine Frage haben. Wenn ich eine Frage habe, ist das Internet eine riesen Fundgrube an Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Aber ich brauche die Frage, ich brauche die Disziplin, ich brauche Durchhaltekraft, ich brauche Allgemeinbildung. Das sind alles Dinge, die völlig unabhängig davon sind, ob ich das Gerät bedienen kann oder nicht. Das muss ich auch noch lernen. Und von daher ist meine große These, es kommt weniger darauf an, dass ich jetzt gleich die neuesten Geräte bedienen kann, sondern es kommt auf menschliche Fähigkeiten an. Ja, auf Fähigkeiten, dass ich weiß, was ich will, ja, dass ich Willensstärke habe, dass ich Konzentrationsfähigkeit habe, dass ich Aufmerksamkeit entwickeln kann. Diese Fähigkeiten, die müssen bevorzugt entwickelt werden, damit ich mit den Geräten umgehen kann. Welche Erfahrungen gilt es denn zu machen im Laufe der Kindheit und als jugendlicher Mensch, damit man überhaupt vorbereitet ist auf diese Ablenkungen sozusagen durch eine technisierte Zukunft? Man muss sich vor allem klar machen, wir sind ja Menschen. Und wir sind als Menschen, sind wir leibliche Menschen. Wir alle sehen immer nur die Körper vom anderen. Wir sehen auch unseren eigenen Körper, aber wir erleben ihn auch von innen. Und dieser Leib, das ist das fundamentale Instrument, mit dem ich in der Welt überhaupt drin bin. Ohne Leib gibt es keine Welt. Ja, die Sinne müssen gesund entwickelt werden. Die Sensomotorik muss gesund entwickelt sein. Ich muss diesen Leib überhaupt erst wirklich gesund ausbilden. Das ist eine allererste Grundlage für alles. Da brauche ich noch keine Technik. Und da muss ich diesen Leib, wenn ich den beherrsche, dann muss so langsam, das wäre nur so eine Grundschulzeit auch, dass ich den dann erweitere auf analoge Technologien, dass die Kinder wirklich mit dem Schnitzmesser umgehen können, dass sie mit Werkzeug umgehen können, dass sie wirklich in der realen Welt ankommen. Und dann ist der nächste Schritt der, dass sie dann, wenn sie die reale Welt in der wirklich gut verankert können, dann können sie auch den Übergang in die
virtuelle Welt denen gut leisten. Ja? Ich brauche ein Medialitätsbewusstsein. Ich muss wissen, was ist der Unterschied zwischen der medialen Welt und der realen Welt. Und die muss ich erlebt haben. Und das geht nur, wenn ich in der realen Welt aufgewachsen bin. Der Dreischritt lautet also in dem Fall real, analog, digital. Genau. Da habe ich die Frage an Jannis, ob er, wenn er zurückblickt auf seine Schulzeit, das etwas einordnen kann, jetzt, wie er es erlebt hat. Ja, also ich denke, es gibt durchaus da so Sachen, die man an der ganzen Waldorf-Laufbahn, die ich jetzt durchschritten habe, von der ersten Klasse eben jetzt bis zur 12. Klasse so wiedererkennen kann. Vor allem in der Unterstufe lernt man ja einfach, ja, mit sich selber auch so ein bisschen umzugehen und mit der realen Welt halt umzugehen, indem man halt die motorischen Fähigkeiten noch erstmal ausbildet, indem man Werken hat, indem man Theater spielt. Und dann geht es ja eben weiter eben mit Schreiben, mit eben analogen Dingen in der Ende der Unterstufe und in der Mittelstufe. Und dann kommt es jedenfalls bei mir an der Schule irgendwann so Ende der Mittelstufe kommen dann langsam so Medien in den Unterricht. Wir haben mittlerweile auch Smartboards in den Oberstufenklassen. Also da kommt man dann immer mehr in diese mediale Welt, auch mit der Medienepoche in der 7. Klasse, glaube ich, wo man eben einfach lernt, mit diesem Werkzeug Internet eigentlich umzugehen. Und jetzt in der Oberstufe wird das Ganze schon oft eingesetzt eigentlich als Werkzeug zu Recherchezwecken. Und dadurch sehe ich da schon so eine Parallele zu dieser diesem Waldorf-Konzept, ja. Dankeschön. Es klingt ja schon so, wie wenn das ganz gut in unseren Schulen angekommen sein könnte. Muss nicht an allen so sein. Es war ja auch ein bisschen der Spruch, wie du sagtest. Und dann kommen doch langsam die Medien und wir haben die Whiteboards oder dergleichen. Oder Smartboards, besser gesagt. Das ist genau auch ein Punkt, Edwin, den du ansprichst. Nämlich, ich rede übrigens hier von dem Buch ChatGPT, was jüngst erschienen ist in der pädagogischen Forschungsstelle. Und ich glaube, es ist auch noch ein Exemplar heute hier käuflich erwerbbar. Mich hat das Buch sehr fasziniert und besonders gut auch die Ansprache der Kollegien. Denn es kommt einfach auf die Kollegien jetzt drauf an, Schritt zu halten mit der Entwicklung, sich mit der Technik und der Technologie auch auszukennen. Und was ist noch wichtig? Was sollten Kollegien jetzt in Angriff nehmen? Woran sollten Sie arbeiten, Edwin? Das ist, also, mein Traum ist, dass Kollegium wirklich bemerkt, wir sind in einer Ausnahmezeit, in einer Zeit, wo sich die Technik so schnell verändert, dass wir gar nicht mehr mitkommen. Ja? Also, das geht rasend schnell. Und ich würde mir wünschen, dass die Kollegen einerseits sich zum Menschen einladen, die ihnen erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert, dass sie es selber wissen. Und zum anderen, dass sie sich ganz intensiv mit Entwicklungspsychologie beschäftigen. Ja? Gucken, wie haben sich die Kinder verändert. Ja? Auch gucken, wie haben sie sich selber verändert. Wir haben weniger Kräfte, als wenn man sich das Gesamtkollegium anguckt, wie es vor 30 Jahren noch war. Ja, wie schaffen wir das, dass wir hygienisch mit unseren Kräften umgehen, hygienisch mit den Kräften der Kinder umgehen? Und wie schaffen wir es, dass wir das Ganze noch unter den Hut kriegen, mit dem, dass wir die Kinder so hereinleiten wollen, reinhelfen wollen ins Leben, dass sie am Ende der Schulzeit verstanden haben, wie eine KI funktioniert, dass sie mal einen Film gedreht haben, dass sie einen Podcast gemacht hat, dass sie einfach mit IT-Technologie fertig werden, ja, dass sie einfach Bescheid wissen, wie diese Welt funktioniert, aber gleichzeitig doch am Anfang der Schulzeit, da besonders stark, auch im Kindergarten noch, Hilfen bekommen haben, wie sie ihre leiblichen Fähigkeiten entwickeln können. Ja, also beides. Ich habe immer, es gibt so einen bösen Spruch von Computerfreaks, wenn mein Computer hat wieder mal ein Problem, kannst du mir mal helfen? Und dann kommen sie zurück und sagen, ja, der Computer hatte gar kein Problem, das Problem saß davor. Und das müssen wir irgendwie kapieren. Ja, das Problem sitzt heute davor, die Geräte sind perfekt. Aber wie schaffen wir es, dass die Menschen so gut werden, dass sie mit den Geräten umgehen können? Ja, ein einfacher Taschenrechner kann jeder bedienen. Aber ein Hightech-Gerät, das ich programmieren kann, kann eben nicht mehr jeder bedienen. Da muss ich eine besondere Vorbereitung haben. Und in dem Sinne müssen wir gucken, wie bereiten wir die Kinder vor. Und das fängt aber bei uns selber an.
Also. Ja, danke. Ich habe das Buch gelesen und mich mit den Matrizen und den ganzen Ausführungen, die du da drin gebracht hast, versucht zu beschäftigen. Das ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn die Kolleginnen nicht wissen, was eigentlich das ist, dass die KI nichts anderes ist als geronnene Vergangenheit, wie du es nennst, und eben keine intelligente Maschine, die irgendwas tatsächlich ernsthaft kreativ macht, sondern sie kann nur das machen, was sie schon gelernt in Anführungsstrichen hat. Es ist eigentlich keine künstliche Intelligenz, sondern es ist geronnene Vergangenheit. Und ich glaube, wenn man sich das im Kollegium beispielsweise erarbeitet und dafür ein Verständnis entwickelt, dass man dann auch damit einfach selbstbewusster umgehen kann und genauer auch die Aufgaben vielleicht mit den SchülerInnen ausformulieren. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied, wenn ihr recherchiert habt und wenn die KI für euch recherchiert hat? Woher wisst ihr eigentlich, wann etwas stimmt und wann es nicht stimmt? Das hat ja auch alles was mit der Urteilsfähigkeit zu tun und mit der Fähigkeit, dem eigenen Willen zu folgen. Und wo siehst du denn da die Stärken einfach auch in der Waldorfpädagogik? Die Stärke ist, dass wir uns versuchen, unseren Unterricht an der Entwicklung des Menschen zu orientieren. Das ist die große Stärke. Dass mir wirklich klar wird, dass mit 11, 12 Jahren ist ein Übergang im Menschenleben. Ja, das ist ein riesen Sprung, den der Mensch da macht. Ja, das geht bis ins Organische rein. Also ich kann Dinge mit dem Sechstklässler gut machen, die ich mit dem Viertklässler auf gar keinen Fall machen kann, weil schlichtweg einfach das Gehirn noch nicht so weit ist. Also von daher denke ich, wenn wir das berücksichtigt, wie ein Kind in seiner Entwicklung im ersten, zweiten, dritten, vierten Schuljahr ist und dementsprechend arbeitet und nicht zu früh was macht, ja, das ist meine große Sorge, wenn man zu früh Technik in dem Kindesalter einsetzt, dass man dann letztendlich verhindert, dass sie die Kräfte entwickeln, die sie brauchen, um später mit fertig zu werden. Man kann vieles machen, auch mit Viert-, Fünftklässlern, wenn man es analog macht. Ja, dann können sie es haptisch mit ihrem Leib erleben. Das geht. Ja, da haben Kollegen aus unserem Team haben da schon einiges da auch dazu entwickelt. Ja, also das ist, glaube ich, die Stärke, ja, dass wir gucken, ja, und wissen, wir müssen ab der 6. Klasse das Urteilsvermögen der jungen Menschen entwickeln. Das Urteilsvermögen und, ja, wie gesagt, ich glaube, der Willensschulung kommt da auch viel zu. Das hattest du am Anfang ja auch schon gesagt mit der Disziplin, die ich einfach brauche im Umgang mit der Ablenkung, die sich mir jederzeit bietet, sobald ich das hier in die Hand nehme. Was ich spannend fand, dass du auch einen Ausblick gibst, einfach wie sich die Welt wandeln wird, auch in der Feststellung, dass wir uns ja fast von einer Art Schriftsprache immer weiter zu einer Bildsprache entwickeln. Ja. Oder auch, dass sich die Arbeitswelt komplett ändern wird und deutlich Aufgaben übernommen werden können von dieser geronnenen Vergangenheit, von der KI. Und der Mensch sich darin eben trotzdem seinen Raum, seine Freiheit letztlich auch suchen muss. Also diese Entwicklung und Erziehung zur Freiheit hat heute vielleicht noch mehr Gewicht, als es sowieso schon die letzten 100 Jahre hatte. Ja, weil nämlich meine These ist, die Technik macht uns im Prinzip frei. Das ist ein Befreiungsakt. Das ist nur die Frage, jetzt habe ich diese Freiheit gewonnen und es lauert gleich die Verführung um die nächste Ecke. Kann ich jetzt mit dieser Freiheit umgehen? Das ist das Entscheidende. Dafür müssen wir die Menschen erziehen. Das ist großartig, wenn man mit KI große Teile des Wirtschaftslebens einfach automatisieren kann, wo die Menschen jetzt nicht eine stupide Arbeit machen können. Ist doch großartig. Aber was machen sie denn jetzt? Ja, Harari sagt, na ja gut, er spricht von den überflüssigen Menschen. Das ist etwas, was ich sagen muss, dass sowas halte ich für eine Horroraussage. Es gibt keinen überflüssigen Menschen. Ja, das geht gegen die Menschenwürde als solche. Wie muss ich Menschen erziehen, dass sie mit diesem Freiraum umgehen können? Und es gibt ein schönes, der ehemalige CEO von Google China, der Kai-Fu Lee, der sagte mal nach einer schweren Krankheit, wo ihm aufgegangen ist, wie sich die Kultur nach seiner Meinung verändern müsste. Er sagt, ein Großteil der Arbeit wird von KI erledigt werden. Da gibt es viele Erträge. Diese Wirtschaftserträge, dass man die durch einen neuen Gesellschaftsvertrag überführt in Bereiche,
die nur von Menschen gemacht werden können. Und Kai Foné sagt tatsächlich mehrfach, die Bereiche, wo die Grundfähigkeit des Menschen, nämlich andere Menschen lieben zu können, wo diese und Interesse zu haben für andere Menschen, wo diese Fähigkeiten gebraucht werden, also Altenpflege, Kindergarten, Schule und so weiter und so fort. In die Schulen müsste viel mehr Gelder reingehen, dass die Klassen kleiner werden können, dass die Klassen im Team-Teaching gemacht werden können und so weiter. Also das ist für mich so eine Vision, ja, wie man mit dieser neuen Freiheit umgehen könnte. Wenn du das hörst über die Freiheit, die neue Freiheit und vielleicht auch die Art und Weise, wie du darauf vorbereitet bist, oder ja, andersrum, fühlst du dich vorbereitet? Kannst du das sagen? Ich glaube, vorbereitet, komplett vorbereitet ist man, glaube ich, nie. Eine perfekte Vorbereitung gibt es, glaube ich, da für sowas nicht. Allerdings fühlt man sich schon recht gut vorbereitet, in dem Sinn, dass man irgendwie, glaube ich, selber die Zuversicht hat, damit klarzukommen und auch die Basics schon beigebracht bekommen hat in der Schule. Zum Beispiel durch, das hat ja schon in der Mittelstufe angefangen mit so Quellenanalyse, zum Beispiel im Geschichtsunterricht, wo man einfach dieses Urteilsvermögen auch ausgebildet bekommt und wo man lernt zu unterscheiden, wo eben falsche Informationen sein könnten und wo richtige Informationen sein könnten und wie man eben richtig recherchiert und diese, ich nenne sie jetzt mal Werkzeuge, Laptop oder ChatGPT eben auch, wie man damit umgeht. Und ich denke, da gibt es sicherlich noch Steigerungsmöglichkeiten, auch in der Waldorfwelt, wie man da das Ganze ausbilden könnte, diese Urteilskraft und den Umgang mit diesen Werkzeugen. Aber ich fühle mich insofern schon recht vorbereitet, muss ich sagen, ja. Aber auch, glaube ich, sehr viel durch diesen ein bisschen künstlerischen Schwerpunkt, der ja auch irgendwo so ein bisschen gesetzt wird durch diese handwerklich-künstlerischen Fächer, in denen man die Kreativität ausbildet, mit unerwarteten Situationen auch einfach klarzukommen. Ich glaube, das gibt auch einen Aspekt in dieser Vorbereitung, weil dadurch, dass sich diese Technologien auch, dass die immer schneller fortschreiten und es immer schneller neue Technologien gibt und neue Plattformen und neue Wege an Informationen zu kommen, dadurch muss man auch einfach immer kurzfristiger irgendwie mit unbekannten Situationen klarkommen. Aber alles in allem fühle ich mich dafür ganz gut vorbereitet. Ja, ist schön. Okay. Ja, danke. Wir haben jetzt schon über ein paar Handlungsfelder oder auch Fächer gehört, in denen es wichtig ist, jetzt auch das Urteilsvermögen eben auszubilden. Die Sache ist ja auch die, dass es nicht ausreicht, jetzt mal mit Medien zu arbeiten, also mit digitalen Medien. Dieser Unterschied zwischen Pädagogik mit Medien oder Medienpädagogik. Also da unterscheidet ihr ja auch ganz klar. Und was erlebt ihr in Kollegien, wenn du mit Kollegien arbeitest beispielsweise? Ist das im Moment schon in den Waldorfschulen gut gegriffen? Oder wo wäre so der Ansatz oder der Hebel zu sagen, so liebe Leute, wenn ich euch fortbilden würde, würde ich vor allen Dingen in diese Richtung mit euch arbeiten? Das Problem ist, man kann nicht sagen, allgemein die Waldorfschule. Da ist man in der einen Waldorfschule drin, wo man dann einfach staunt und sagt, klasse, was Sie eigentlich schon für tolle Projekte haben. Ich sage, hier, schreibt es doch mal auf, stellt es allen zur Verfügung. Ja? Also da ist man dann richtig, ja, richtig begeistert, was da eigentlich an Initiative in so einem Kollegium drin sitzt. Es sind immer Einzelne. Und dann andere, wo man dann sich wünschen würde, ja, gibt es denn irgendjemand, der noch die Kraft hat, wirklich zu sagen, hier, ich mache das zu meiner Sache. Ja, weil eins habe ich erlebt, irgendwie so, wir müssten mal machen, geht nicht. Ja, ich habe 1985 in der Schule angefangen und kam so die Computer halt auf. Ja. Ich muss mir vorstellen, damals war noch, IBM hat für sein Notebook da geworben und wie ich angefangen habe, gab es einen Commodore 64, C64. Ja, den hat mein Vorgänger angeschafft, um mit einer 11. Klasse einfach zu programmieren. Ja. Das war eine tolle Sache. Ich habe da nächtelang mitgespielt. Und dann gesagt, wie müssen wir denn den Unterricht einführen?
Und dann haben wir das einfach gemacht. Aber ich habe dann einfach Sommerferien investiert und habe mir eine Computersprache angeeignet. Und so Menschen braucht man dann in einem Kollegium, die sagen, hier, ich mach's. Oder eine Klassenlehrerin, die sagt, okay, ich mache es nicht perfekt, aber ich probiere es einfach mal, meinen Schülern zu erklären, wie funktioniert das Internet. Falls Klassenlehrerinnen hier sind, wir haben das hier erklärt, wie es geht. Ja? Ja? Also ich habe auch jemand in nächster Nähe, die hat es ausprobiert und es klappt. Ja, ja, also, ja. Ja, danke schön. Mich würde noch interessieren, bevor wir vielleicht schauen, was für Fragen konkreter Art auch aus dem Publikum da sind, wie du dich diesem Thema mit dem neuronalen Netz, also wie du dich diesem Thema genähert hast, neuronale Netze, war das auch was aus einer eher philosophischen Richtung herkommt oder ganz knallhart an den Matrizen entlang in der angewandten Mathematik? Oder wo ist für dich so dieses Hauptinteresse auch an dieser Thematik? Das ging eigentlich schon früher los, dass ich den Eindruck hatte, ja, wie das Internet kam, habe ich eigentlich nicht verstanden, wie geht das. Und es hat mich unsicher gemacht. Da habe ich gedacht, verdammte Axt, ich muss das doch verstehen. Also habe ich mir das versucht zu erklären. Und jetzt mit ChatGPT habe ich irgendwann mal gesagt, neuronale Netze, wie geht denn das eigentlich? Also habe ich mir das angeeignet, versucht. Und dann bei ChatGPT, wie geht das? Ich habe dann ChatGPT gefragt, gibt es irgendwo Links? Und da waren unter den Links, die angegeben waren, auch zwei Vernünftige dabei. Also was das am Anfang für einen Müll erzählt hat, es ist unglaublich. Also richtig, man kann wirklich sagen, das Gerät hat frei halluziniert, erfunden. Das ist mittlerweile schon ein bisschen besser geworden. Google Bard war auch, also auch üble Sachen. Aber vor allen Dingen, was ganz schlimm war, sind die Details. Die muss man alle kontrollieren. Also von daher ist es mühsamer, was über ChatGPT oder so zu fragen, weil man jedes nachkontrollieren muss. Die Dinge geben ja nicht eine Antwort, sondern produzieren Text aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Und von daher habe ich einfach, weil ich gesagt habe, ich muss das verstehen, es funktioniert und auch gemerkt, in der Waldorfwelt gibt es niemanden, der es macht. Also probiere ich es mal. Ich bin jetzt Rentner, ich kann das machen. Ja, Gott sei Dank. Es ist nachvollziehbar darin. Für mich war zum Beispiel ganz faszinierend zu lernen, dass ChatGPT praktisch Wort für Wort antwortet. Also wenn der Satz sich entwickelt, dann geht das wirklich ein Wort nach dem anderen. Und nach der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit, welches Wort jetzt als nächstes praktisch folgen muss. Und wenn man sich sowas mal genauer überlegt, dann verliert man auch die Ehrfurcht davor und weiß einfach, es hat was damit zu tun, wie die Menschen selber die Maschine entwickelt haben. Also das ist wirklich auch eins, also für mich ist das eine Verdienst von dem Buch, das wirklich in einer kompakten Form für den Mathematiker sicherlich verständlicher als jetzt für mich beispielsweise darzustellen, aber so, dass ein Kollegium damit auch arbeiten kann. Und dann das andere auch, die ganze Menschenkunde, die von Steiner aufgebaute, das Menschenbild von Steiner nochmal so durchgewalkt, dass man praktisch an der heutigen Zeit sich da genauso auch wieder dran entlang bewegen kann. Woraus besteht der Mensch? Wie du schon sagtest, man sieht erstmal nur den Körper, selber ist man aber ein belebter Leib und tritt in einen Resonanzraum mit dem anderen Menschen, mit dem anderen belebten Menschen. Und was entsteht dort und welche Grundlage für die menschliche Entwicklung ist das? Und wie wichtig es eben ist, das im 1:1 und in der Gemeinschaft in einer Schule auszubilden und nicht als erstes auf dem Tablet herumzuwischen beispielsweise. Gut, ich habe versprochen, dass wir gerne die Runde auch öffnen. Ich würde erst noch mal dich fragen, ob du eine Frage hast. Ja? Ja, genau. Also ich hätte noch eine Frage an dich, Edwin. Und zwar jetzt, wir sind ja gerade einfach in der Situation, dass an den Schulen eben so Klassen sind oder Klassenstufen sind, die eben diese Medienkompetenz noch nicht so gut ausgebildet haben oder jedenfalls noch nicht so gut auf die Anwendung von KI ausgebildet haben. Wie wäre dein Vorschlag, wie Schulen dann mit so Sachen wie Hausarbeiten oder sowas, also so Take-Home-Klausuren umgehen, sollte man sowas dann aufgrund von KI komplett verbieten oder glaubst du, dass das dann dadurch, dass KI eben, dass man den Umgang verstehen muss und dass es eben auch ziemlich mühselig sein kann, mit KI zu arbeiten, dass Take-Home-Klausuren dann trotzdem Sinn machen, weil man lernt, damit umzugehen? Ich würde persönlich sagen, Hausaufgaben, wo ich einen Aufsatz schreiben muss, knicken.
Versuchsbeschreibung in Physik. In 9. Klasse hat man erzählt, ja, ich mache mir die Stichworte und gebe ich in die KI und dann habe ich meine Versuchsbeschreibung. Was soll ich denn damit auf? Das macht doch keinen Sinn mehr. Ich muss mir überlegen, wenn die Maschine was abnimmt, dass ich mir Aufgaben überlege, die Maschine nicht so einfach machen kann, sondern wo der Schülerin und der Schüler selber was machen muss. Und dann würde ich viel mehr aufs Mündliche legen. Ja, also eine Versuchsbeschreibung, dass am nächsten Morgen jemand dann einfach die Versuchsbeschreibung vorne vorträgt. Frei. Ja, oder ich kann mir gut vorstellen, auch, dass man, man kann nicht alles so machen, aber dass man mal sagt, eine Versuchsbeschreibung, dass man einen kleinen Film drüber macht, einen Erklärfilm. Dass man richtig reingeht. Ja, da muss ich die Sache wirklich verstanden haben. Da muss ich mir überlegen, wie erkläre ich es. Ja, und da muss ich auch noch einen guten Film draus machen. Da hätte ich 3 Fliegen mit einer Klappe. Das kann man nicht dauernd machen, aber mit einer Sache machen. Ja, also da würde ich sagen, man muss sich Neues überlegen. Und vor allem müssen wir auch, naja, meine größte Sorge ist, dass man den Kindern zu früh ein Smartphone in die Hand drückt. Das Smartphone ist einfach, das ist wirklich, die Kinder sind dem nicht gewachsen. Wir tun ins Kinderzimmer auch keine Wodkaflasche hinstellen. Ja? Wenn ich einem Zehnjährigen ein ungeschütztes Handy gebe, dann hat das Kind sämtlichen Schmutz dieser Welt in der Tasche. Im Prinzip. Mir hat mal der Jugendkoordinator von der Frankfurter Polizei mal gesagt, ich habe ganz stolz, 2001, wir haben die Schule auch ans Netz angeschlossen, haben für die Schüler Computer gehabt, 10 Arbeitsplätze. Übner, passen Sie auf, wenn Sie die Schule ans Netz anschließen, haben Sie sämtlichen Schmutz dieser Welt in der Schule. Und das, sind die Kinder mit 10, 11, 12, sind von der Impulssteuerung her dem noch nicht gewachsen. Ja, Ilse Müller hat das drastisch geschildert in ihrem Buch, wir verlieren unsere Kinder. Also Bill Gates hat seinen Kindern erst mit 14 ein Handy gegeben. Das ist für mich so eine Sache, da brauchen wir ein gesellschaftliches Modell noch. Das kommt aber langsam. Das sieht so, wie das Rauchen in den Restaurants irgendwann mal verboten wurde, so wird es auch mal das kommen, dass wir sagen, wir müssen Kindern erst einmal den Freiraum geben, dass sie sich entwickeln können, dass sie sich beherrschen können. Dann können sie auch das Gerät beherrschen. Dankeschön dafür. Das ist ein guter, knackiger Ausspruch. Das ist wichtig. Ja, ich denke, auch angesichts der Zeit, ich bedanke mich ganz herzlich und würde gerne die Gesprächsrunde hier schließen. Vielleicht bleiben Sie ja noch ein bisschen dabei und haben noch untereinander einiges miteinander auszutauschen. Dankeschön und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.